Hallo, meine lieben Freunde, und willkommen zurück bei Let's Play Wizen. Wir gehen jetzt zu Konrad, denn in der letzten Folge haben wir dem Konrad ein kleines Geschenk überreicht. Na, dann gehen wir doch mal gucken, wie das so angekommen ist. Hi, Mo. Ich hoffe, ja, er hat das mittlerweile verdaut. Ordenskrieger. So, mein lieber Konrad. Mach, dass du wegkommst. Du hast mein Vieh geschlachtet. Hau ab. Müssen wir jetzt wirklich zu Sonja gehen und uns mit einer... Ach komm, weißt du was? Sonja! Wo bist du? Wir amüsieren uns jetzt einfach mal. Da haben wir das auch einfach mal getan. Ne, warum auch nicht? So. Hallo, Sonja. Gib mir ein Mädchen für die Nacht. Olga ist gerade frei. Sie ist dort drüben und wartet auf dich. Aber benimm dich, verstanden? Ich will keine Klagen hören. Ach, Quatsch, ach, Quatsch. Ich habe bei Sonja für dich bezahlt. Das ist fein, Liebster. Dann lass uns gleich zur Sache kommen. Oh, ich verspreche dir, diese Nacht wirst du nicht vergessen. Na, schauen wir mal. Du bist ein toller Junge, weißt du das? Danke. Merkwürdig, dass du mir vorher nie aufgefallen bist. Ich bin ja auch noch nicht lange hier. Tja, und so wie ich dich einschätze, wirst du auch nicht lange bleiben, oder? Ich habe noch einiges zu erledigen. Schade. Nun, dann musst du tun, was du tun musst. Aber ich lass dich nicht gehen, ohne dir noch etwas mit auf den Weg zu geben. Wenn du mal jemanden verärgert hast und er will deswegen nicht mehr mit dir reden, kannst du ihn mit dieser Zauberspruchrolle hier wieder besänftigen. Dieser Zauber ist ein sehr mächtiges Mittel. Er kann so einiges wieder gerade biegen, wenn du mal etwas ausgefressen hast. Benutze ihn weise. Danke, ich gebe mir Mühe. So, ich muss nun gehen. Pass auf dich auf, Süßer. Jo, haus rein. Tschüss. Das hat mich jetzt gerade auf eine Idee gebracht mit der Spruchrolle. Hallo, na, du bist nur ein Bauer. Wenn der uns jetzt nicht Rede und Antwort steht, der junge Herr Konrad, hauen wir dem einfach mal einen Witz erzählen, Zauberspruch ins Gesicht. Mach, dass du wegkommst. Na, alles klar. Dann Magie. Lichtzauber Witz erzählen. Bam! Was? Du? Hallo Konrad, wie läuft das Geschäft? Du wagst es, dich hier blicken zu lassen? Ich weiß genau, dass du dahinter steckst. Du und dieser Wiesel. Wovon redest du? Meine Bertha, du hast meine Kuh umgebracht. Nicht doch. Du solltest dich nicht aufregen. Schlimme Dinge passieren nun mal. Du verdammter Mistkerl! Verschwinde! Natürlich kann ich jetzt gehen, aber wer garantiert dir, dass nicht noch Schlimmeres passiert? Warte, na gut. Du hast mich. Ich gebe auf. Bist du vernünftig? Hier ist ein großer Sack Gold. Da ist mehr als genug drin. Und jetzt mach, dass du wegkommst. Tschüss! Geht doch. So, Weasel. Konrad hat bezahlt. Na also, hat der Geizkragen erkannt, was gut für ihn ist? Jetzt ist er zahm. Er steht auf unserer Seite. Und wenn wir ihn nochmal brauchen, werden wir ihn melken, genau wie eine seiner Kühe. Aber wenn er uns braucht, werden wir auch für ihn da sein. Wenn er mal Ärger hat, werden wir uns um ihn kümmern. Vergiss das nicht. Okay. Was denn? Dann haben wir die Questreihe mit Wiesel abgeschlossen. Was machen wir denn jetzt als nächstes? Das ist Quatsch, da wollte ich überhaupt nicht gucken. Ich wollte hier gucken. Olf wird von den Ordenskriegern im Haltenhaus des Don gefangen gehalten. Nur Hernandez könnte das ändern.
Aber wie? Ich will nämlich die drei goldenen... Halt! Du kommst hier nicht rein. Ich werde dir das goldene Amulett besorgen. Du Großmaul. Du glaubst wirklich, dass deine Augen besser sind als unsere, ja? Dann geh rein und überzeug dich selbst. Da ist nichts. Aber mach keinen Unsinn, klar? Wir behalten dich im Auge. Ich werde dir bei deinem Problem mit Tony helfen. Oh, gute Idee. Ich kann seine dämliche Visage nicht mehr sehen. Obwohl, mich würde ja schon interessieren, was er hier eigentlich sucht. Okay, das war relativ einfach. Ja, toll, da hätten wir auch die ganze Zeit hier so reingehen können. Wenn ich nur das aktiviert hätte da. Naja. Egal. Das Bild kommt mir hier so verdächtig vor. Aber das ist es nicht. Ja, jetzt dürfen wir uns hier frei drin bewegen. Ist natürlich auch geil. Können wir uns hier mal ein bisschen genauer umsehen. Wie kriegen wir jetzt den Schrank da hinten weg? Hiermit auf jeden Fall nicht. Hier vielleicht. Mann! Irgendwo ein Schalter? Ne. Hier ist auch nichts. Hier. Huch, hallo. Ist auch nichts. Mensch, Olaf. Probier's woanders. Olf. Ja, Entschuldigung. Brauchst du ja nicht gleich so angepisst zu sein, nur weil ich deinen Namen falsch ausgesprochen hab. Mann, ich sehe doch, dass es dahinter ist. Aber wir kommen da ums Verrecken nicht dran. So eine Scheiße. Was ist los? Nix. Okay. Das ist der Scheppel und das ist noch ein anderer Weg geben muss. Außerdem bei den Haupttouren. Ich habe euch versprochen, ihr zu helfen, die Stadt zu verlassen. Warte mal. Jetzt kommt mir gerade eine Idee. Wir könnten ja mal bei der alten Stadtwache gucken, ob die uns nicht eventuell für ein wenig Geld rauslässt. Und dann gehen wir nochmal zum Don. Das wäre eigentlich so eine Option, die wir noch haben. Dann schleusen wir die drei goldenen Schalen einfach selber raus. Haben wir eigentlich schon Lernpunkte? Sit! Ich will ein besserer Dieb werden. Ach, Geschick. Geschick kannst du dir sonst wohin schmieren. Okay, dann gehen wir mal auf zum Don. Hernandez, kannst du uns eigentlich schon was beibringen? Nee, du bist ja Delgado. Ich will ein besserer Dieb werden. Entschuldigung. Das wäre natürlich jetzt geil, wenn wir hier wieder rauskommen würden. Hallo? Wie komme ich hier wieder raus? Hey! Kennst du nicht das Gesetz des Inquisitors? Aber... Jetzt verschwinde endlich! Ja, ja, schon gut. Nee, der hat uns doch reingelassen. Da müssen wir doch irgendwie... Probleme haben wir alle. Mal von vorn. Na. Abgebrochen. Na. Lalalala, eine Seemannskiste. Hey.
Typen wie dich will ich hier nie wieder sehen. Hä? Lass mich in Ruhe. Gibt's Probleme? Nö. Du hast bestimmt noch was anderes zu tun. Jupp. Nö. Hau schon ab. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Okay, wir kommen also hier nicht wieder raus. Es ist schlecht. Das ist sogar sehr schlecht. Ach, aber wir haben ja hier... Hä? Fällt mir gerade erst ein. Hier hinten ist ja auch noch unser Banditenfreund. Der liebe Lukor. Probier es woanders. Nee. Ich würde mich ja mal gerne hier drin umsehen, ne? Schnell speichern! Mal gucken, was man hier drin so findet. Und nochmal von vorne. Ja. Wer sagt's denn? Ah, ein bisschen Krimskrams. Werden wir hier überhaupt irgendwas Nützliches finden? Oh, eine Schatztruhe. Mal von vorn. Und nochmal von vorn. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Geschafft. So. Ja, hat sich ja natürlich auch super gelohnt jetzt. Okay, hier ist schon mal nur Schrott drin. Ganz toll. Und hier, was haben wir hier? Auch nur Quatsch. Super. La la. Hallo. Ukos. Musste ich mal gerade kurz den Namen lesen. Buddys Truhe. Und nochmal von vorne. Ach, und nochmal. Zack, 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 zack. Geschafft. Ah, geht doch. Zwei Rüstungsplatten? Haben wir jetzt alle? Das wäre natürlich der Hammer, wenn wir jetzt direkt alle haben. Direkt mal speichern. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Okay. Hätte ja klappen können. Jetzt habe ich hier aber gerade gesehen, dass man hier hochkommt. Bringt uns das irgendwas? Schauen wir doch mal. Nicht so wirklich, oder? Doch, das bringt uns wohl was. Pass mal auf. Hui! Oder waren wir hier schon drin? Ich glaube, wir waren hier schon drin. Ne, waren wir noch nicht. Hui! Ja, dann fröhliches Plündern. Romanovs Truhe. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Ah, verdammt. Da kommen wir aber auf jeden Fall noch dran. So. Nee. Ich habe auch immer so ein Glück. Ist da noch eine Truhe? Nee, nö. Ach, hier drin können wir auch... Typen wie dich will ich hier nie wieder sehen. Was? Lass mich in Ruhe. Pff. Ah, wir schleichen uns mal lieber hier rein. Sicher ist sicher. Oh. Ah, wir sollten ein bisschen aufpassen. Da steht nämlich unser Freund. An die Truhe gehen wir mal trotzdem dran. Na. Jawohl. Aber warum gibt's denn hier nur so blödes Zeug in Anführungsstrichen? Ja, der sieht uns gar nicht. Ja, dann gehen wir hier auch nochmal schnell dran. Hui!
Weg mit dir. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Ich bin schon weg. Tschüss. Haben wir sonst irgendwas in Scheißhaus? Na, ganz toll. Hör mal hier, Carrasco. Ich werde die 3 Goldscheine für dich auftreiben. Ne. Ne. Ahoi. Wie ist die Lage? Sieht nicht gut aus. Kein Ende der Stürme in Sicht. Du bist ein Seemann? Ei, Fischer, um genau zu sein. Aber bei den Stürmen fahre ich nicht raus. Jetzt schleppe ich Kisten. Viel kriege ich zwar nicht dafür, aber Carrasco lässt schon mal eine Wurst oder ein paar Goldstücke springen. Boah, eine Wurst! Ich habe deine Rüstungsplatten. Du hast was? Och, du bist ein ganz mieser Dieb. Genau wie du. Hey, kennst du einen guten Witz? Ja klar, pass auf. 3 Nutten sitzen am Hafen. Eine Blonde, eine Brünette und ein Rotschopf. Sagt die Blonde zu der Brünetten? Den kenne ich schon. Boah, das sagt die Blonden zu der Brünetten. Woo. Hier sind deine Rüstungsplatten. Sehr gut. Ich hoffe, du hattest nicht zu große Probleme, die Leute zu bereden. Hier ist dein Gold. Und deine 150 extra. Wie abgemacht. Hier, nimm das Gold. Wo ist euer Anführer hier in der Stadt? Wir haben hinten in Sonjas Bordell einen alten Lagerraum. Dort wirst du ihn finden. Verstehe. Aha. Im Bordell einen Lagerraum. So, so, so. Ist das eventuell auch ein Weg aus der Stadt? Ich denke. Aber zuerst gehen wir hier nochmal gucken. Mir geht's gut. Und ah, dir? Ja. Buddy. Ja, ich werde nicht Roman aufs Gold für dich finden. Bist du jeck? Hui. Gibt's hier eigentlich irgendwas Interessantes drauf? Sieht nicht so aus. Wie haben wir den hier nochmal da wegbekommen? Du Hundesohn hast meinen Zellenschlüssel geklaut. Ist nicht wahr. Mach, was du willst. Aber weh, ich krieg wegen dir Ärger mit den Weißen, klar? Ja gut, dann kommen wir ja hier rein, ne? Speichern. Also müssen wir dem gar keine Prostituierte holen. Sehr, sehr nice. Kapitän Romanov. Endlich treffen wir uns von Angesicht zu Angesicht. Es war eine lange Zeit. Und ich kann nicht mit dir sprechen, wenn ich auf dem Stuhl sitze. Verdammt. Ha! Wen schicken Sie mir denn jetzt? Einen Laufburschen? Ich gebe dir einen guten Rat, Junge. Es ist besser für dich, wenn du erst gar nicht versuchst, mich nach meinem Gold zu fragen. Du bist Pirat. Mein Name ist Ivan Michail Nikolai Igor Romanov. Für dich einfach nur Kapitän Romanov, klar? Ich bin mir sicher, du hast schon von mir gehört. Viele Geschichten werden über mich erzählt. Viele finstere Geschichten. Und glaub mir, egal was du gehört hast, sie sind alle gelogen. Heißt das, du bist kein Pirat? Das heißt, dass die Maulhelden da draußen keinen Schimmer davon haben, was ich wirklich getan habe, Junge. Romanov ist ein Mörder, sagen sie. Er ist ein Verbrecher. Er ist ein Dieb, sagen sie. Ha, sollen sie alle im Vulkanfeuer schmoren. Ich habe ganze Städte vor heranrollenden Armeen beschützt. Ich habe den heiligen Tuk des Harlan aus dem Palast von Kroazin befreit. Ich habe einen Rottwurm getötet. Mit meinen bloßen Händen. So, und nun sag mir, dass dir das irgendjemand erzählt hat. Nein. Ha! Aber so ist es gewesen. Du bist über das Meer gekommen? Allerdings. Wer von den braven Bürgern weiß denn schon, was auf den Meeren da draußen wirklich passiert? Alle reden von der Bedrohung durch die emporgestiegenen Tempel. Ha! Aber das ist nur ein Witz. Ich sage dir, es wird noch viel schlimmer kommen. Ein Sturm ist im Anmarsch. Ich habe es selbst gesehen. Ein Sturm, den niemand aufhalten kann. Nicht einmal dieser eingebildete Inquisitor mit seiner weißen Armee. Du scheinst den Inquisitor nicht zu mögen. Ha!
Was denkst du, wer mich hier eingebuchtet hat, du Schlaumeier? Aber eins kann ich dir sagen, wenn ich hier wieder rauskomme, kann er was erleben. Wie lange sitzt du hier schon? Einige Tage. Die Schweine wollen mich weichkochen. Ha! Da können sie lange warten. Ich werde ihnen niemals verraten, wo ich mein Gold versteckt habe. Die Kneipenwirtin Patty sucht ihren Vater. Patty? Patty Stahlbart? Dieses Teufelsweib ist alles, nur keine Kneipenwirtin. Ihr Vater ist einer der größten Piraten diesseits der Meere. Kapitän Gregorius Stahlbart. Dieser Hund hat mir nicht nur einmal das Leben zur Hölle gemacht. Das kann ich dir flüstern. Weiß der Henker, wo sich der alte Halsabschneider herumtreibt. Aber sollte ich ihm nochmal begegnen, wird sein letztes Stündlein schlagen. Wenn ich du wäre, würde ich um dieses Miststück von Piratentochter einen großen Bogen machen, Junge. Solche Weiber bedeuten nichts als Ärger. Ha! Glaub mir, ich spreche aus Erfahrung. Interessant. Du erwähntest gerade dein Gold. Ich hab dir gesagt, dass du mich nicht danach fragen sollst. Ja, richtig. Ich erinnere mich. Dann halte dich daran. Sonst wird es dir schlechter gehen. Die Tür ist offen. Du bist frei. Meinst du etwa, diese marode Tür dort hätte mich daran hindern können, hier rauszukommen? Glaubst du das? Da kennst du mich aber schlecht, mein Junge. Wenn ich gewollt hätte, wäre ich schon über alle Meere. Warum fliehst du nicht? Ich habe hier in dieser Stadt noch was zu erledigen. Eines Tages werden die Weißen im Dreck liegen und die Stadt wird wieder Don Esteban gehören. Ich werde mir ein großes Stück aus dem Kuchen herausschneiden, wenn es soweit ist. Ich werde erst mal hier bleiben und auf meine Chance warten. Du willst Don Esteban unterstützen? Ich kenne Esteban schon seit langer Zeit. Er ist der wahre Herr dieser Insel. Ich habe die Zusammenarbeit mit ihm nie bereut. Gemeinsam haben wir immer fette Beute gemacht. Ich habe nicht vor, das zu ändern. Auch du wärst gut beraten, wenn du dich für die richtige Seite entscheidest, mein Junge. Ein bisschen windig in deiner Zelle hier. Wind macht einem wahren Seemann nichts aus. Doch dieser elende Gestank in diesem Loch macht mich doch wahnsinnig. Hör zu, mein Junge. Ich trage schon seit 30 Tagen dieses stinkige Schwitzhemd an meinem Leibe. Meine Kleidung ist mittlerweile so speckig und dreckig, dass ich sie in die Ecke stellen könnte. Oben im Lagerhaus am Hafenkai steht meine alte Seemannskiste. Ich habe darin eine Schatulle mit meinen Klamotten eingelagert. Wenn du mir die hierher bringen könntest, würde ich ein paar Münzen dafür springen lassen. Was meinst du? Abgemacht. Ich werde dir deine Schatulle bringen. Braver Junge. Hier hast du den Schlüssel zu meiner Seemannskiste. Sie steht im obersten Stockwerk des Lagerhauses am Hafenkai. Ist nicht leicht zu erreichen, aber ein schlauer Kerl wie du wird sie schon finden, was? Aber beeil dich! Und vor allem komm sofort wieder zu mir und lass niemanden an meine Schatulle, klar? Sind wohl recht wertvoll, die Hemden in deiner Schatulle, was? Lass das quatschen! Beweg dich! Ja, was ist ja gut. Alles klar. In der nächsten Folge werden wir uns mal daran machen, an die Schatulle zu kommen. Und bis dahin setzen wir uns auf den Stuhl. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal, Leute. Reingehauen. Tschüss.